Herz. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. Singen! And so say all of us. And so say all of us. And so say all of us. For Jan is a jolly good fellow. For Jan is a jolly good fellow. For Jan is a jolly good fellow. And so say all of us. Schnitt. »2002, eine dem Untergang geweihte Insel, gibt mich frei. Ich war der einzig hier Gefangene. Sie jagt mich fort, sie wird das Ende nicht mit mir teilen, an diesem Ort. An dem als Abenteurer ich strandete, ein Schiff reißt mich eilig von ihr los. Dem Meer sinkt sie schlafend in den Schoß. Das, was ich war, lang als Sklave ich ihr diente, war es klar, stets ein Schwert, wonach ich trachtete. Was für ein Fluch ich tötete, wonach ich noch immer such. Es war die Liebe, lachtete den Meer, singt sie sterben in den Schoß. Allein die Freiheit bringt mir keinen Trost. Hierher, also bis Ende 2002, spielte ich selbst Gitarre bei ihnen. 17 Jahre lang, und das war wohl meine beste Zeit. Doch ich habe auch lernen müssen, dass Veränderungen meist Risse und Brüche erzeugen. Und das war nicht leicht und führte im Dezember leider zum bitteren Ende. Wir haben ganz viel zusammengearbeitet, immer mit dem Hamburger Produzentenpool. Und zur Zeit, als wir am Anfang dabei waren, da war dann auch ein Peter Schmidt, der assistierte dort auch und hat ganz viel gelernt. Inzwischen ist der selbst schon seit Jahren Produzent, einer der besten Produzenten auch im Lande. Und er hat mit uns dann diese CD 1000 Leute wie ich, wo wir merken, okay, mit Franz, da nehmen wir jetzt mal Abstand, weil er hat da auch nach wie vor viel zu tun. Wir haben immer Kontakt mit Franz, also bis heute. Und haben uns aber dort arbeiten lassen und wir sind dann mit Peter Schmidt in ein kleines Studio gegangen, auch in Hamburg, und haben dort Peter zur Verfügung gehabt, rund um die Uhr für uns, und das war auch wieder gut. Und da wurde dann 1000 Leute wie ich produziert. Leben, Preview.
täglich dargeboten wird. Wir sind vor Ort, wir sind parallel im Netz. Keine Schwingung, die wir nicht registrieren, von den Ikonen lebt keiner ohne uns. Innovationen werden besonders geschätzt. Leute wie ich erscheinen selten auf der Leinwand. Wir schauen lieber zu und bilden unser Heldenglück. 2002, 20 Jahre Keimzeit. Im Rahmen der Tour gab es ein paar besondere Konzerte. Eins davon auf der Museumsinsel in Berlin. Und erreicht mich dann der Neid. Entsetzt von Zeit zu Zeit reiß ich die Fenster auf und sehe tausend Leute wie mich. An eins der letzten Konzerte im Jahre 2002 erinnere ich mich besonders gern. Mit Etta Scorlo und Jan Plewka als Gästen im Leipziger Gewandhaus. Wir haben uns so ein bisschen an die Strukturen angepasst vom Gewandhaus. Also Spatz hat, glaube ich, den Flügel vom Gewandhaus genutzt. Der ist irgendwie aus dem Boden rausgefahren. Jetzt ist Rudi Feuerbach Gitarrist bei Keimzeit. Man kennt sich seit Jahren und man hat in verschiedenen Nebenprojekten schon öfter miteinander Musik gemacht. Rudi spielte und sang vorher bei Firebrook und der Undertaker Blues Band. So tourten sie das Jahr über durchs Land, spielten sich aufeinander ein und schrieben Songs, denn es wurde Zeit für ein neues Album. Einige Jahre später gab Norbert mir mal einige höchst interessante Antworten bezüglich seines Songwritings. Ja, vielleicht eine kleine Episode. Ich kann mich erinnern, im Schulunterricht ist es ja oft im Deutschunterricht, Leute, lest euch den Abschnitt da und da auf der Seite durch und dann gebt ihn wieder. Und dann habe ich das versucht und schon bei den ersten zwei oder drei Zeilen bin ich so hängen geblieben, war noch nicht mal durch und schon wurden wir gefragt, was steht in diesem Artikel oder in diesem Kapitel drin. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so langsam bin, dass ich so nicht
den Artikel wiedergeben kann. Und dann habe ich angefangen, so mehr oder weniger, heute würde man sagen, diagonal zu lesen. Und habe so ein paar Sachen aufgeschnappt. Und dann habe ich, als ich dann mal zur Rede gestellt wurde, mir den Rest ausgedacht von diesem Artikel. Dann haben mich hinterher alle ausgelacht, weil das natürlich nicht im Artikel drin stand. Es ist so, dass mir irgendwann natürlich auch bewusst wurde, dass gerade aus Defiziten, aus Dingen, die ich nicht habe, und es war in den 80ern sehr, sehr stark das Bedürfnis, die Welt zu bereisen. Ich bin sicherlich nach Rumänien, nach Polen, nach Bulgarien gereist, immer wieder im Sommer und war im Ostteil Deutschlands viel unterwegs, aber so diese Welt zu bereisen, nach Irland zu reisen oder nach Südamerika oder so, das konnte ich oder durfte ich damals nicht aufgrund der gesellschaftlichen Situation. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich alle so solche Sehnsüchte und solche Defizite einfach in die Songs gepackt habe. Und das ist das normalste Ding der Welt. Alles, was man nicht besitzt, was man nicht haben kann oder wonach man strebt, das ist eine Art Eigentherapie auch. Das packst du in einen Song rein und bist dann glücklich. Also du willst trotzdem noch mal nach Buenos Aires oder, weiß ich, nach Dublin fahren. Aber eigentlich hast du es dann erstmal auch getan mit deinem Song. Aber es ist immer so ein Schürfen in so einer Goldmine oder in so einem Bergwerk. Du machst dich daran mit Hammer und Meißel und triffst, wenn du Glück hast, auf eine Goldsträhne, Goldmine. Und die musst du dann ausbeuten, da musst du dann irgendwie dran arbeiten und so viel wie möglich rausholen. Und wenn das geschafft ist, dann ist am Ende ein guter Song entstanden. Und wenn du da aber nur, weiß ich, Stein rausgekloppt hast, dann wird das nie Gold. Er hörte alles, versucht es in den Stein zu legen, den er fand im Sand am Baustirnrand. So halb verscharrt als Rohling liegt. Aufgeladen und weggefahren, so schnell wurde selten etwas weggetragen. Ja, da lag er nun für ihn bereit, in Sicherheit mit der Zerbrechlichkeit einer Glasvitrine. Einzulegen, den er fand im Sand am Baustellenrand, so halb verscharrt als Rohling liegt. Doch nichts gelang von alledem, was er sich ersann. Doch dann übrig blieb, was er nicht begriff, die kleine Melodie, die er am Anfang. Im Herbst 2004 war die Band bereit, wieder nach Hamburg zu gehen, um ein neues Album aufzunehmen. Das wurde dann wieder in Hamburg im Homestudio gemacht und dadurch hat die Band auch weiterentwickelt. Und da dachten wir, okay, wir müssen jetzt nicht um die Uhr Franz haben. Und wir haben uns vorher darüber unterhalten, das wäre eine neue Produktion. Und haben dann halt mit Franz privates Kino dort oben nochmal entwickelt. Privates Kino fand ich vom Songwriting schon sehr, sehr dünn und sehr, sehr schwach. Denn zu dieser Zeit fielen mir keine besonders guten Songs ein, wie ich finde. Auch im Nachhinein finde. Damals wusste ich das noch nicht so genau. Aber das wurde dann evident, nachdem wir dieses Album Privates Kino rausbrachten, dass es doch ein schwaches Album war, nicht nur weil die Band dann auch schon recht labil war, in sich nicht mehr so geschlossen, sondern auch weil, wie gesagt, das Songwriting sehr, sehr schwachbrüstig war. Wir waren den Sommer komplett bei uns. Wir folgten Sinnen ihrem Flug. Gemeinsam liebten wir das Blau, das zügellose Blut.
falsche Tage sind gezählt, sagt man. Schmerzlich wird es uns. Ich kann mich an Folgendes erinnern, dass wir bei dem Album Privates Kino mit Franz kaum noch zusammenarbeiteten, da Franz im Homestudio parallel, glaube ich, mit zwei Künstlern arbeitete. Und er uns eigentlich mit dem Toningenieur alleine ließ und irgendwie dachte, diese Band ist eigentlich fit genug, um ein eigenes Album aufzunehmen. Und wer mit Franz Plaza zusammenarbeitet in seinem eigenen Studio, also im Homestudio in Hamburg, der wird die Erfahrung machen, dass man Franz eigentlich im Aufnahmeraum anketten muss, um ihn dabei zu haben. Also dass es auch ein sehr, sehr flüchtiger Mensch ist. Und insofern, wir haben nicht die Konsequenz besessen damals, um ihn wirklich bei uns anzuketten, um mit ihm zu arbeiten. Was in Brüssel 98 noch der Fall war, war dann in Hamburg nicht mehr der Fall. In Hamburg hatte er, wie gesagt, einige Künstler immer parallel unter Vertrag. Und insofern waren wir uns auf uns selbst gestellt. Und ja, wie ich finde, haben das auch nicht besonders gut gemeistert. Ja, und nach so einem Album denn auch, was ich wenig verkaufte, wurden die Gesichter irgendwie immer länger in der Band und die unterschiedlichen Sichtweisen, wie soll es weitergehen, wie hat eine Band wie Keimzeit dann noch eine Chance auf eine Zukunft, auf ein neues Album, waren die Sichtweisen doch schon sehr, sehr divergent. Dann meines Wissens hat sich erstmal eine ganze Weile gar nichts getan, denn weder ich war in der Lage, Songs zu schreiben, noch die Band war in der Lage, irgendwie Impulse zu geben, um ein neues Album zu entwickeln. Und so lehnten wir uns doch erstmal zurück und veröffentlichten nach Privates Kino ein Live-Album unter dem Namen Mensch Meier. Mensch Meier kam sich vor, Albina, Elsa, Dina. Irgendjemand stand an seinem rechten großen Zeh. Das passierte ihm in aller Herbertsfrühe. Ein 29er kurz vor Hallensee. Der Kassierer schrie, der hat doch keinen Fahrschein. Mensch Meier sagte laut und ehrlich, bitte. Aber ich war schwarz und füttere mein Sparschwein. Der Schaffner sagte, Mensch, bist du verrückt? Auch Meier sagte, Mensch Meier, was die mit uns so machen, ist der reine Hohn. Erst wollen sie von uns immer höhere Steuern und was sie dann versieben, kostet unseren Lohn. Der Kassierer schrie, muss erst was passieren, rückt das Geld raus oder es geht rund. Was ihr gequatscht hat, mich nicht zu interessieren. Wer dir nicht blecht, kostet das ein Pfund. Er riefen beide, wir sind hier oben noch ganz.
der BVG-Knecht. Ich schmeiß den Meier raus und hol die Polizei. Lacht die Leute riefen, sag mal, bist du blöd, Mensch? Wir müssen arbeiten, haben keine Zeit. Und wenn die da oben x Millionen Schulden haben, sollen sie es von den Bonds neuen, die uns beklauen. Du kannst deinem Chef bestellen, wir fallen jetzt alles schwarz. Und der Meier bleibt hier drin, sonst fliegst du raus. Campsite ist eigentlich ein Lebenswerk. Also, das ist ein Satz gar nicht nachvollziehbar. Wir haben eigentlich vor langer Zeit angefangen und letztendlich ist Campsite eine Lebensphilosophie für mich. Also, mit den Texten, die Norbert schreibt, viel, die Musik, die wir im Laufe der Zeit dazugegeben haben und ja, das sind so viele Dinge drin, die einen im Leben immer wieder auf Aufmerksamkeiten verbreiten. Das finde ich eigentlich das Herrliche dabei. Puh. Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich so der Lebensmittelpunkt bisher gewesen. Und immer noch. Ja, so von Anbeginn. Keimzeit ist fast die größte Sache in meinem Leben. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Keimzeit ist im Moment eigentlich ja, meine Hauptband, in der ich mitspiele und meinen Hauptlebensunterhalt verdiene. Quasi direkt aus dem Sandkasten heraus, wo meine Mitschüler noch heftig am Spielen waren am Nachmittag. Da wurde ich schon zwangsverpflichtet. Eine Besonderheit schon auf jeden Fall. Ja, ist ja auch sehr ungewöhnlich, mit drei Brüdern in einer Kapelle zu spielen. Und na klar gibt es manchmal Probleme, finde ich, wenn Entscheidungen gefällt werden, die, naja klar, das, ich will nicht sagen, dass es familiär mehr zusammenhängt, aber manchmal ist doch die Meinung bei den Brüdern ähnlicher, will ich mal sagen. Und da ist es dann schwer, irgendwie seine eigene Meinung zu haben und man fällt dann eben eher unten durch. Ich habe so eine Gewissheit, dass wir Wege finden, wenn sich jetzt eine Neuorientierung ergeben sollte oder wenn wir mal nicht mehr weiterkommen an irgendeinem Punkt, dass wir uns dann eine Pause gönnen und das miteinander bereden. Und das haben wir jetzt schon in den letzten 12 Jahren, die ich jetzt mitbekommen habe, gab schon mal so eine Phase. Und dann findet man dort Lösungen und wir 6 sind entscheidungskräftig und kriegen da einen neuen Weg hin. Also zur Zeit fühle ich ganz gut. Also wir haben mit Rudi und der neuen Gitarristen, neuen ist ja schon wieder 2 Jahre her, richtig guten Input und viele Sachen funktionieren richtig schick, auch das ganze Umfeld rundherum, dass ich denke, dass wir wirklich noch eine ganze Weile Musik machen werden. Wir werden nicht diesen kommerziellen Pop-Olymp irgendwo besteigen, aber ich glaube, wir werden auf eine Art und Weise Musik machen, die wir fühlen, dass uns das erhalten bleibt und daran kämpfen wir eigentlich auch alle immer wieder, dass wir die Musik, die wir fühlen, auch zelebrieren können über im Studio und auch wieder live nachher. Und das eigentlich auch mit so einer Einheit bildet, auch mit diesem Leben, wie wir insgesamt leben noch. Und dass das lange weitergezogen wird. Ich würde einfach gerne wieder mehr Saxophon spielen in dieser Kapelle. Es ist in letzter Zeit ziemlich wenig geworden und ja, bedingt durch die Musikrichtung und die Musikmoden, die ja auch bei Keimzeit so ein bisschen mit bedient werden. Ja, weil ich mich hier im Moment so ziemlich unausgelastet fühle. Ich liebe das, was wir hier so tun und machen, aber ich würde nicht zusammenbrechen, wenn es das mal nicht mehr geben würde. So hat uns der Mensch Meier durch 2006 begleitet. Und wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich klar, wo das jetzt mit den Tonträgern von Keimzeit in der Zukunft hingehen sollte. Und haben dann erstmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, weil in 2007 ein 25-jähriges Bandjubiläum ins Haus stand. Dazu war geplant, dass es 10 Jubiläumskonzerte geben sollte, und wo man auf der Bühne in einem 3-Stunden-Konzert die Geschichte von Keimzeit darstellen konnte. Also die Band ist in der Ursprungsformation als Geschwisterquartett auf die Bühne gekommen, hat dann auch
die Besetzungswechsel, die im Laufe der Zeit passiert sind, auf der Bühne während des Konzerts vollzogen und hat dann eine Dreiviertelstunde, knapp eine Stunde in voller Besetzung mit allen Musikern, die auch früher bei Keimzeit mal gespielt haben, dieses Konzert gespielt. Großes Kino. Leider gibt es davon keinen Tonträger, leider gibt es davon keine DVD. Zum Glück aber waren die Unermüdlichen vom Fanclub Elektrofeld auch hier wieder dabei und hatten eine Kamera mit, sodass wir nicht nur an dieser Stelle wirklich sehr dankbar sind, dass über die Jahre einiges an Material entstand, was es ohne sie nie gegeben hätte. Kleine Episode am Rande. Es war ein wunderbarer Abend in Leipzig. Und es gab nur einen einzigen ganz kurzen Sommerregen. Wenige Minuten lang. Genau hier. Du musst dich mit deinen Tränen nicht von der Sonne erwischen. Schenk sie mit einem Schluchzen, dim, dim. Sag mir, was soll ich anfangen mit meinem untröstlich traurig. Nach diesen Konzerten, deren letztes im Freiberger Tivoli kurz vor Weihnachten stattfand, ging die Band vorerst auseinander. Es war zunächst nicht wirklich sicher, ob sie wieder zusammenfinden würde. Da hatte Nord irgendwann mal ja auch diese Wiederholung der Wiederholung und der sagt, er brauchte mal eine Auszeit und hat da irgendwann mal verkündet, dass er jetzt mal ein Jahr raus ist. Und in dem Moment hat die Band gejubelt, dass sie alle mal frei haben zwischendurch. Hatte ich gemerkt, dass ich für das Songwriting dazu eigentlich eine Pause brauchte. Und dann habe ich einfach mal diese Idee in die Band gebracht und sagte recht frank und frei, ich würde gerne mal ein Jahr aussetzen, also weder auf der Bühne stehen, noch ins Studio gehen und noch proben und würde einfach mal ein Jahr für mich beanspruchen. Und das bedeutete allerdings auch, dass dann die Band Keimzeit und jeder, der von dieser Band auch lebte, von den Honoraren,
dass der dann sich für ein Jahr was anderes suchen musste. Und damit hatte ich mir, ich glaube, eine geschlossene Front von Feinden gebildet. Für mich war klar, okay, wenn im Prinzip der Hauptakteur der Band mit dem Wunsch um die Ecke kommt, dass er Pause haben möchte und Pause braucht, dann ist es für mich gesetzt. Das hat nichts mit einem normalen Besetzungswechsel irgendwo zu tun. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das Keimzeit dreht sich um Norbert Leisegang. Keimzeit ohne Norbert Leisegang wird es nicht geben. Norbert Leisegang ohne Keimzeit kann es vielleicht geben. Wenn aber derjenige, der die Songs alle schreibt, der nahezu sämtliche Kompositionen schreibt, der das aushängeschilde Zentrum von Keimzeit ist, wenn der nach einer Pause fragt, dann ist die Pause gesetzt. Und insofern hätten wir uns an dieser Stelle schon eigentlich 2008 getrennt. Weil, wie gesagt, die Band wollte spielen und ich nicht. Kurz gesagt, Keimzeit ging Weihnachten 2007 auseinander und jeder ging vorerst eigene Wege. Norbert zum Beispiel sang Wilhelm Busch beim Club der Toten Dichter und Andreas arbeitete im Studio von Peter Schmidt. Sie trafen sich wieder im Herbst 2008, aber es sollte noch ein weiteres Dreivierteljahr dauern, bis sie wieder zusammen auf der Bühne standen. Denn Norbert hatte wieder neue Songs geschrieben. Und die nahm man in Andalusien im Studio von Paul Grau auf. Es entstand das Album Stabile Währung Liebe. Hier, wo mich niemand kennt, Straßenhimmel und die Sprache, unverständlich und fremd, mein erster Tag. Auch von Indien weit entfernt dreht sich für mich ein Türkreuz. Hört mir jemand zu? Ganz anders, als ich mir das vorgestellt hab. Nun also, das bist du. Der Zauber findet seinen Weg, nur nicht immer gleich. Meine Tränen trinkt. Ich saß doch einer Reihe von Skeptikern gegenüber, die sagten, gut, wenn du das Material für ein neues Album hast, gut, aber warum sollen wir dann nach Motril, nach Andalusien fahren? Wir können das doch hier auch in Berlin aufnehmen, etc. Also will sagen, die Idee weiterzumachen war da, die Leute waren, also die Band war auch wieder zusammen. Aber die Skepsis, ob das funktionieren würde, war extrem groß. Unmittelbar im Anschluss an die Recordings in Spanien mischte Peter Schmidt das Album in Berlin und die Musiker bereiteten sich auf die kommende Tour vor. Nicht so Ralf Benschuh. Er verließ die Band und zog einen Schlussstrich unter das seit 10 Jahren immer komplizierter werdende Verhältnis. Erinnern wir uns an das Interview von 2004. Er fand seit dem elektromagnetischen Feld immer weniger Freiraum für seine solistischen Ambitionen und eine andere und neue Definition seiner selbst bei Keimzeit konnte er leider nicht finden. Ist für mich daraus die Erkenntnis klar geworden, dass
wenn ich sehe, dass in dieser Gemeinschaft Keimzeit irgendwo ein Problem existiert, was, wenn man halt über eine Befindlichkeit drüber hinausgeht und es halt wirklich existenziell wichtig wird, dann sollten wir darüber nicht mehr uns in Schweigen hüllen. Wir müssen es dann irgendwann thematisieren. Klar sind es denn drastische Gespräche, schlimme Gespräche oder auch Gespräche, die den Kern berühren, aber da müssen wir hin. Da kommen wir nicht dran vorbei. Soll sie anstatt zu sterben, dieses Mal. Es begann im Mai eine Tour mit dem neuen Album im Gepäck. Hier wieder ein Elektrofeld-Mitschnitt aus der Zitadelle in Berlin-Spandau, um einen Eindruck zu bekommen. Straße lauf ich dir entgegen mit einem Pauschlag. Sommer in meinem Leben. Ich bin dir die alte Bitte, das Schätzchen zu Kaisersmann. Auch die Schreibtischarbeit im Büro nahm enorm zu, denn sie hatten nun ihre eigene Plattenfirma gegründet, das Label Comichelden, um künftig unabhängiger zu sein. Sabine Ganske führte uns dann an den Schreibtisch von Edel in Hamburg, womit für uns das Konstrukt und die Idee eines eigenen Labels erst realisierbar geworden sind. Also wir würden heute hier nicht sitzen mit Comichelden als unser Label, wenn Sabine und Rudi gar nicht wären. Somit war das Schiff also wieder flott, die Lecks vorerst ausgebessert und die neue Fahrt begann unter vollen Segeln und eigener Flagge. Keimzeit hat durch verschiedenste Titel Bezüge zu maritimen Themen. Angefangen von Titeln wie Singapur, Bunte Scherben, So, lass es laufen. Dass man immer diese Nähe zum Wasser gesucht hat. Und gerade insbesondere bei der Suche nach Veranstaltungsorten läuft einem quasi halt die Nähe zum Wasser immer wieder über den Weg. Dann hat sich eine Möglichkeit in Anfang 2009 ergeben, dass wir Kontakt bekommen haben, zunächst über einen Veranstalter aus Kühlungsborn, Peter Weide, der dort viel mehr betreibt, leidenschaftlicher Segler ist, auch schon davor auch mit einer Hansesail teilgenommen hat. Der hat uns vermittelt zum Verein der Pöhler Kogge in Bismar. Die wiederum betreiben einen Nachbau einer mittelalterlichen Kogge namens Wissemara. Und diese Wissemara ist regelmäßig bei der Hansesail zu Gast. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, das war Anfang 2009, wie kriegen wir denn Keimzeit mit all diesen vielen maritimen Bezügen und die Kogge und die Hansesail zusammen. Und dann sind wir darauf gekommen und haben gesagt, okay, lass uns doch versuchen, wir machen am Donnerstagabend, also erster Tag der Hansesail, eine Ausfahrt. Die Band geht aufs Schiff, installiert sich dort mit einem kleinen Paket an Technik. Wir laden eine zulässige Zahl von Mitreisenden aufs Schiff ein. Das heißt, es gibt Unterschiede, ob das Schiff fährt oder halt am Kaifertold liegt. Wir wollten fahren und sind dann mit
der Konstellation ins Rennen gegangen und hatten eine wunderschöne Ausfahrt. 18 Uhr sind wir an der Silo-Halbinsel, Rostocker Stadthafen, losgefahren. Das Schiff kurz gedreht in die Warnow, Segel kam runter, Wind hat gestimmt. Die Warnow nach oben an Warnemünde vorbei, die beiden Seezeichen passiert, anderthalb Stunden auf der Ostsee gekreuzt und dann wieder zurück. Das Ganze bei Sonnenschein nahezu, also wenig Wind, Sonne ging runter, Mond ging hoch, dazu diese Kulisse von der Hansesail mit Riesenrad und diesen ganzen Schaustellergeschäften. Klasse, war wirklich vom Erlebnis her eine Punktlandung. Neuland für die Band, in so einem Rahmen ein Konzert zu geben. Also, weil es natürlich nicht der Ablauf, ich gehe auf die Bühne, spiele zwei Stunden, gehe dann wieder runter. Sondern gehe mit meinem Publikum aufs Schiff und teile mit meinem Publikum ein Erlebnis. Über 5-6 Stunden. Muss mich natürlich dann einstellen und dann in kurzen Etappen spielen und eine halbe Stunde Pause, muss dem Publikum auch die Chance geben, diese Atmosphäre von der Hansesail einatmen zu können. Muss den Mitreisenden auch die Chance geben, in Warnemünde mal die Kulisse zu genießen. Letztendlich gehen alle zum Schluss von Bord und sind beseelt von diesem Erlebnis. Und das ist für mich als sozusagen Planer, als Manager Segen, wenn ich so ein Ereignis schaffen kann. Also da muss ich nur noch hoffen, dass niemand sozusagen wegen Übelkeit über Bord geht und sagt, ich möchte das nie wieder machen. »2010. Stichpunktartig zusammengefasst, könnte es so klingen. Keimzeit tourt. Im Hintergrund arbeiten sie an neuen Songs, natürlich mit Blick auf ein neues Album. Nebenprojekte der einzelnen Musiker gewinnen an Bedeutung, wie das Akustikquartett oder der Club der Toten Dichter, wo sich Andreas zunehmend integriert. Rudi spielt hin und wieder mit alten und neuen Bekannten, auch wieder mit Firebrook und Undertaker. Keimzeit liegen viele Kilometer zurück und ich begleitete sie jetzt öfter mal mit der Kamera. Ich selber würde gar nicht so gerne und so viel darüber diskutieren wollen, ob man nun experimentiert, ob man progressiv ist in der Musik oder mehr regressiv oder traditionell oder konservativ. Für mich ist es so, eher hat jemand einen wirklich guten Song geschrieben, dann zeichnet sich der dadurch aus, dass er über verschiedene Musikepochen und über Zeiten sich hinwegsetzt.
und weder progressiv noch regressiv ist. Und das will ich eigentlich ansteuern. Also das ist mir total wichtig, Songs zu schreiben, die direkt ins Herz gehen und die das irgendwie noch in 10, 20 Jahren tun. Oh, der Mistkey. Also scharf. Ja, war geil. Dass ich mir darüber im Klaren bin, dass auch selbst meine Arbeitsweise in dieser Band oft dazu führte, oder sagen wir mal, ich drücke es mal so aus, mein persönlicher Fasching dazu führte, dass bestimmte Mitglieder nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollten oder mit dem einen oder anderen in der Band zusammenarbeiten wollten. Und dass bestimmte Entwicklungen und Strukturen in der Band für bestimmte Musiker nicht mehr tragbar waren. Abgesehen mal von den privaten Wegen eines jeden Einzelnen. Nachdenken würde ich ernsthaft über einen Oberlippen, ein Fernsehapparat. Und über ein Toupet vielleicht oder einfach einen Hund. Was glaubst du, wie werde ich aussehen, wenn ich nicht mehr an deiner Seite bin? Nicht an deiner Seite, was glaubst du? Was glaubst du, wie werde ich aussehen, wenn ich nicht mehr an deiner Seite bin? Wenn unsere Schatztruhe geplündert ist und tot für alle Zeit. Das Jahr beginnt ruhig, aber so wird es nicht bleiben. Die ersten Bilder, die wir zeigen, sind sehr harmonisch und lassen noch nichts ahnen von den Stürmen, die bald kommen. Im Juli gibt es das erste große öffentliche Konzert mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg. Eine Geschichte, die nicht erst hier beginnt und die auch ihre Fortsetzung noch finden wird. Logistisch schwierig, weil man durch ein enges Eingangstor auf einen Hof kommt, der zu großen Teilen mit Kopfsteinpflaster quasi halt ausgestattet ist. Für diesen Veranstaltungsort spricht einfach, dass man als Zuschauer ein Ambiente hat im Zeichen der Burg, des 33 Meter hohen Butterturms und einem Panorama über die Stadt. Burg Eisenhardt zu Bad Belzig. Ein Heimspiel für Keimzeit, neu fürs Orchester und ein fantastischer Sommerabend für alle. Schließlich bist du's, die mich verlässt, Blumen am Dienstag. Blumen am Dienstag. Wieder fuhr man Land auf, Land ab, auf den Autobahnen, gab große und kleine Konzerte. Die Wissemara-Fahrt fand dieses Jahr mit ordentlich Seegang statt. Und zwischendurch traf man sich immer wieder, um neue Songs für das nächste Album vorzubereiten. Denn inzwischen war klar, Spanien, Andalusien, Motril, die zweite, stand bevor.
im Herbst. Dann habe ich einen Song, der heißt Nachtzug nach Sofia. Ein Lied, also nicht das Licht, sondern ein Lied dafür. Dann, was wir gerade gemacht haben, Streit. Aufgrund der allgemeinen Unzufriedenheit. Und schon waren sie wieder auf dem Weg nach Andalusien. Es ist nicht viel dokumentiert oder überliefert von dem, was in jenem Herbst in Motril geschah. Jedenfalls kehrte Keimzeit in sich erschüttert aus Spanien zurück. Der eine pro, ein anderer contra, aber alle irgendwie verwirrt. Es muss harte Verwerfungen gegeben haben. Herausgekommen ist ein sehr hörenswertes Album mit einem wunderbaren Titelsong, der wiederum das gleich folgende Video inspirierte. Abhanden gekommen ist Rudi. Er verließ Keimzeit. Ganzes Leben findet Platz in einem Takt, in einem Satz. Halbwahrheiten ziehen den Kopf ein, wenn eine dicke Lüge platzt. Die Natur zerstört, was nutzlos ihr erscheint und lässt es dann darauf beruhen, jeden Schritt zu überdenken, strengt mich mehr an, als ihn zu tun. Sag mir, was ich noch nie gehört hab, an wohin wir fahren. Zeig mir, was ich noch nie gesehen hab. Columbus sticht in den Ozean. Guten Morgen, Weltentdecker, wer das sein will, kommt schon. Der steht jetzt auf. Keine Ahnung, wer Weltuntergangsprognosen und Apokalypsen braucht. Lange, lange, lange vor meiner Zeit am Strand im Bikini. Dennis und Jacqueline mit 16 fort, dem Elternhaus den Rücken, junge Dinge auf alten Fotografien. Sag mir, was ich noch nie gehört hab, und wohin wir fahren. Zeig mir, was ich noch nie gesehen hab. Columbus sticht in den Ozean. Ab mit dem Kopf, ruft die Königin, und schon ist er nicht mehr zu retten. Ja, war's denn ein Dieb oder ein armer Köter, der vor den Wölfen auf der Flucht nur einfach in die falsche Richtung lief. Sag mir, was ich noch nie gehört hab, und wohin wir fahren. Zeig mir, was ich noch nie gesehen habe.
Sehnen. Columbus sticht in den Ozean. Fische sind wahre Philosophen, wer was lernen will, hört ihnen zu. Heute endete einer an einem Haken, wenn dich das kalt lässt, dann bist es morgen du. Paul sagt, okay, spielt mal durch, Taste rot, wir nehmen es mal auf und hören uns das hinterher mal an. Und da haben wir auch gemerkt, okay, eine gute Komposition, aber wenn wir so als Band gespielt haben, da kam irgendwie der Gähner durch, also für mich auf jeden Fall. Also da war nicht spannend gewesen. Und für Paul natürlich genau, er ging natürlich gleich mit die Axt rein und hat einmal mit den Augen gerollt und dann wussten schon alle, okay, hier wird jetzt irgendwas passieren. Und ja, dann passiert das natürlich auch, denn wo er sagte natürlich, warum brauchen wir jetzt so viel Harmonien, also gerade wie wir gerade raushören, lass uns da einfach so einen normalen Song immer draus machen und die Komposition an sich nehmen. Vorher arbeiten wir mit Sphäre und bisher war es bei uns immer so gewesen, okay, wir spielen einen Song, der hat einen Einzähler, 3, 4 und dann geht's los und alle spielen los und das wurde hier völlig anders aufgebaut. Und natürlich für uns immer befremdet, war wird ein neuer Punkt gewesen, wo wir merkten, wofür geht denn das hin? Weil die großen Improvisieren mit Sounds, das alles so gut zusammenkommt gleich, das ist nicht so ein festes Feld, was wir als Band so bedienen, auch nicht bedienen konnten. Und na gut, da haben wir eine Weile dran gearbeitet erstmal so und die Ideen so vorangebracht und dann merkten wir, okay, jetzt entwickelt sich was. Beim 7. Versuch, den Song gemeinsam einzuspielen, da hatten wir es, da sind viele schöne Sachen passiert. Ich spiele eine Klavierlinie, Rodi ist gerade am Rhythmus machen und spielt zufällig eine Antwort oder gewollt. Also da war so viel Telepathie am Werke und auf diese Version haben wir gesetzt. Und die ist letztendlich auch die Version, die wir jetzt auf dem Album hören. Und bei allen Gesprächen, die im Vorfeld des Albums darüber geführt worden sind, wie wird dieses Album Columbus werden, hat man im Ansatz nicht dieses Ergebnis jetzt im Rahmen des Möglichen gehabt. Aber reiß mal so ein paar kurze Unterschiede zwischen der ersten Produktion mit Grau und der zweiten an. Ah ja, da gibt es eine Menge, ja. Da war die Band in einer entspannteren, tolleren Ausgangssituation, weil er fand teilweise die Demos ganz gut. Das ist ein großer Unterschied zu dem jetzigen Album. Da fand er die nicht toll. Und er hat uns das erste Mal seit langer Zeit dieses Selbstbewusstsein vermittelt, pass auf, ihr spielt, ihr seid toll. Wir waren sonst immer im Studio relativ unselbstbewusst und dann wurde mit Einzug dieser Computertechnik wurde viel gestückelt, man nimmt das Schlagzeug extra auf, man nimmt den Bass extra auf, die Keyboards und so. Und der hat gesagt, pass auf, bei mir gibt es das alles nicht, ich will so wenig wie möglich mit dieser Computertechnik schnippeln. Wäre schön, wenn ihr spielt zusammen. Und wir nehmen es dann auf. Und das ist da eben sehr gut gelungen. Und er hatte nicht das Gefühl, er muss jetzt hier megamäßig Einfluss nehmen. Und so war diese erste Albumproduktion. Bei diesem Mal war es schon per Ansage von uns aus, Mensch, wir bräuchten ein bisschen Hilfe, wir sind dieses Mal nicht so fit. Und von seiner Seite, als er dann das Material hörte, wenn man das überhaupt Material nennen kann, fühlte er das bestätigt, was wir da schon ansagten vorher und wollte einfach, da wir uns jetzt schon kannten, auch seinen Einfluss noch geltender machen. Und hat vielleicht auch ein bisschen eine Hilflosigkeit erkannt und hat so die eine Möglichkeit gesucht, dieses Ding zu leiten und dieses Ding zu einem Ergebnis zu bringen, was eigentlich, wenn man das so vom Start her sieht, von den Demos her, ziemlich aussichtslos fast erschien.
Und deshalb hat er da sehr viel übersteigerte manchmal Energie reingebracht. Und menschlich lief das schon relativ rabiat und auch mitunter schwierig und verletzend ab. Nicht immer ist es einem Produzenten gelungen, diesen Optimalzustand in dieser Band rauszukitzeln. Es gab ja auch immer Teile in der Band, die nach einer Produktion sagten, das reicht mir jetzt oder ich kann diesen Menschen, diesen Produzenten nicht mehr sehen, weil ich bin hier aussortiert worden oder verletzt worden oder ignoriert worden. Die Frage des Produzenten, ob man einen braucht oder nicht, ist natürlich sehr berechtigt, denn wie ich finde, wenn eine Band im Falle von Keimzeit 6 Leute zusammenkommen und wirklich alle so, schon sehr kompetent in ihren Anschauungen, in ihrem Handwerk sind, bräuchte eine Band wie Keimzeit keinen Produzenten. Wir könnten eigentlich alle arbeiten, auch beinahe selbst machen. Aber Keimzeit holt sich immer wieder einen Produzenten, oder zumindest ich plädiere immer wieder dafür, weil ich weiß, dass eine Arbeit von, sagen wir mal, allen Musikern zusammengenommen, ohne einen Regisseur, in endlose Diskussionen und in endlosen Disputen enden würde, ausufern würde. Und am Ende sehe ich kein wirklich gutes Album. Es braucht bei einer Band wie Keimzeit jemand, der wirklich am Ende die Entscheidungsgewalt und die Verantwortung natürlich auch trägt für ein Album. Und es bedarf aber auch jemanden, ich würde sagen, so eine Art Heiligen, der diese Band versteht, der jeden einzelnen Musiker versteht und jeden einzelnen Musiker erstmal mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Ideen einfließen lässt und ihn möglicherweise noch so herausfordert, dass er ein Gitarrist, oder auch wie dieser Leisegang, was er gar kein richtiger Gitarrist ist, aber aus dem noch irgendwas herauszuquetschen, wozu er nicht glaubte, in der Lage zu sein vorher. Und ich habe das oft gemerkt, dass Produzenten für mich so essentiell sind, also dass die für mich eine große Rolle spielen in meiner künstlerischen Arbeit. Und ich gehe darüber, möchte es beinahe verallgemeinern, wenn ich so merke, was konnten die Musiker bei Keimzeit vor dem Album und wozu waren sie in der Lage nach dem Album, dass das progressiv war, was ein Produzent wie sagt man? Das neue Jahr begann mit dem Loch, das Rudi hinterlassen hatte. Er spielte sein letztes Konzert kurz vor Weihnachten 2011 in Freiberg. Es ist schon länger Tradition, dass der Jahresausklang hier im Tivoli stattfindet. Glaubst du, wie werde ich aussehen, wenn ich nicht mehr an deiner Seite bin? Nicht an deiner Seite, was glaubst du? Glaubst du, wie werde ich aussehen, wenn ich nicht mehr an deiner Seite bin, wenn unsere Schatztruhe geplündert ist und tot für alle Zeit? Danach noch eine kleine Fete mit Freunden und keiner hat was gemerkt. Meine Damen und Herren, es ist schön, haben wir ein schönes Konzert von Keimzeit gesehen. Naja. Außer Pissi, der ist negativ eingestellt. Denn das ist sein Land. Im Tivoli. Im Tivoli. Im Tivoli. Wie es das Schicksal wollte. Ein Jahr später,
Im Dezember 2012 standen hier an Rudis Stelle gleich zwei Gitarristen, nämlich Martin Weigel aus Brandenburg und Lars Kutschke aus Dresden, die sich aus Termingründen das ganze Jahr über den Job teilten. Während Roland Leisegang am Schlagzeug noch nichts davon ahnte, dass dies seinerseits das Abschiedskonzert war. Ebenfalls nicht zu übersehen, ein weiterer neuer Mensch auf der Bühne. Laura M. Schwengber, die das ganze Konzert in Gebärdensprache übersetzte und dies mit toller Performance und Energie tat. Trennung von Bruder und Gründungsmitglied Roland dürfte wohl die schwerste Erschütterung auf dem über 30-jährigen Keimzeit-Turn gewesen sein. Norbert sprach nur wenig darüber. Und insofern denke ich, wird ein Gefüge, einfach festes Gefüge einer sechsköpfigen Band über Jahre hinaus, jetzt sind es 30 Jahre, über 30 Jahre, von Krisen und von Umständen geschüttelt, sodass ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, okay, das führt eben dazu, dass man nicht über eine unendliche Zeit hinaus man in so einem festen Gefüge Musik machen kann. Wir sind schon mitten im Sommer. Auf der Kogge kann man dies Jahr auf Deck spielen. Martin Weigel ist nun der Gitarrist und Christian Zeigner aus Dresden der Schlagzeuger. Beide strahlen viel und die Wissemara-Fahrt rockt ordentlich diesmal. Sie haben sich hier nochmal richtig ausgetobt. Denn dann kam wieder Studioarbeit. Nicht in Spanien, sondern mitten in Potsdam, im Saal des Filmorchesters. Und der Produzent kam diesmal aus dem inneren Kreis. Jürgen Block, der seit etwa 20 Jahren fast jeden Live-Ton mixte und sich außerdem ein eigenes Studio aufbaute. Weil ich den Effekt nicht haben will, hier ist die Band, so wie sie immer spielt, und dann ist noch so ein bisschen Orchester drumherum, sondern eigentlich soll es so sein, Orchester und die Band ist mit integriert. Na, es ist so, dass ich hier natürlich merke, dass der Saal jahrzehntelang bespielt wurde und dass hier jeder Pfeiler, jede Wand, jedes Stück Parkett natürlich schwingt. Für mich
hat der Saal eine ganz große emotionale Wirkung. Da ist jetzt eher gefragt, irgendwie die Lücken zu finden oder die Kunst des Weglassens da auszuüben. Also zu sagen, das spielt das Orchester schon, das spielt das Orchester schon, was ist jetzt noch mein Part, was ist meine Aufgabe, was kann die Gitarre jetzt da noch machen oder einfach, dass eben einfach das nicht zu viel wird, dass es aber die wesentlichen Sachen noch da sind. Ich habe mich gefreut, es wird ja auch wenigstens eine neue Nummer auf der Platte geben, O-Fassung. Alles war klar und einfach, unkompliziert, bevor wir Hand anlegten, das Blau des Himmels verbessern wollten. Mit jedem neuen Schwachsinn begriffen wir, du erinnerst dich, dass wir das lieber lassen sollten. Jede Liebe wie ein erster Schrei aus beiden Lungenflügeln fleht. Lass diese Fassung ruhen. Falsche Hoffnung ertrag ich nicht. Die Erinnerung lebendig nah, wie unbeschwert der Anfang war. Klares Wasser, Courage gab. Tränen hilflos sahen wir dann, wie es Sturm durch unsere Finger rann. Sahen wir dann, wie es stumm